Und herzlich willkommen wieder zurück auf meinem Kanal. Ich habe mir bei Facebook in einer Gruppe ja etwas geholt. Ein paar Sachen, Pflegesachen. Ich habe ja nicht genug. Naja, das ist so ein Paket. Ich habe schon mal reingeguckt. Ich bin gespannt. Es sind auch kleinere Sachen mit dabei. Und ja, wir fangen einfach mal an. Ich habe hier von Believe einen Make-up Remover, so eine kleine Dose hier. Ich will das jetzt nicht aufmachen, weil ich nicht weiß, wann ich das benutze. Dann ist hier von Clarisse, ich kenne die ganzen Firmen gar nicht, ich denke das ist mehr von Goodie Boxen oder so, eine Soothing Cream. Moisturizer. Steht leider alles auf Chinesisch drauf. Ach nee, koreanisch. Dann eine Cor Balea 7 Tage Wellness Cor. Ausgleichend, verwöhnend für Strahler und frische Haut. Dann von Ogenis ein Face Wash. Auch so eine kleine Tube. Dann Sense Düne. Zahnpasta. Das sind fast nur kleine Sachen hier. Dann von Tea Tree Cleansing Water. Ist auch noch zu. Von Sans Souci eine Reinigungsmilch. Von Biodroga eine Reinigungsmilch. Von Lacome eine Creme, Gesichtscreme, Anti-Stress, sieht man jetzt nicht. Ich glaube, die habe ich auch in ganz klein. Dann, was haben wir noch? Von Comfortzone eine Creme-Gel. Die Firmen sagen mir überhaupt nichts, deswegen finde ich das cool, das mal zu testen. Dann von Sephora. Ein Cleansing Water Make-up Remover. Dann von Edude House Cleansing Foam. So kleine Sachen, Leute. Von Gertraud Gruber eine Körperbutter. Was haben wir hier? Dann Maria Galant, eine Creme, eine Gesichtscreme. Von Ren Clean Skincare, eine Tagescreme, auch so eine Probe. Dann von Colgate einmal Mundspülung. Dann von Biosens ein Vitamin C und Rosenöl. Können wir mal reingucken. Eigentlich ist nichts, aber ich muss noch einen größeren Schrank holen. Dann von Noni Cream ein Sally Max. Ich kann leider aber nicht sagen, für was, ob das fürs Gesicht ist. Ja, das scheint für Gesicht zu sein. Dann von Stella McCartney. Ist das nicht von Paul McCartney? Doch. Oder? Ich weiß es nicht. Reset Cleanser, ein Make-up Remover. Remover. Oh Gott, Leute, sorry. Von Vichy wieder ein Cleanser. Von CeraVe ein Cleanser. Von Stella McCartney auch wieder nochmal so ein Make-up Remover. Von Lactobacillus
ein Moisturizing Toner von Dermasense, eine aktivgelkühlende Maske mit hochkonzentrierter Aloe Vera Extrakt, also eine Maske, Zahncreme von Zendium, kenne ich nicht. Die ist noch zu, ich sah gerade so aus, als wäre die offen, nein. Von Langhaarmädchen ein Haaröl. Habe ich da schon mal was benutzt? Ich weiß es gar nicht. Von Barbour eine Creme, Gesichtscreme. Von JVN eine Tagescreme, eine kleine. Der Inkelisk eine Nachtcreme. Steht auf Englisch hier, ja, für das Gesicht. Von Shiseido ein Cleanser. Kann man auch mal reingucken. Das sind so. Eins ist ausgelaufen, deswegen habe ich das rausgetan. Dann von Evelom eine Cleanser-Creme wieder. Die Firmen sagen mir überhaupt nichts, muss ich wirklich sagen. Also teilweise, was das ist. Ach, das ist ein Cleanser-Tuch, das ist auch gut. Eine Maske von Balea, Anti-Pickel-Maske, Peel-Off. Einmal von Wahre Schätze, eine Tiefenpflegemaske. Von Kiehl's eine Tagescreme. Von Vaso, also Shiseido, ein Serum nochmal. Von Veleda eine Pflegelotion mit Sanddorn. Von Rituals eine Body Mask. Was ist denn eine Body Mask? Feuchtigkeitsspendende Körpermaske für die Nacht. Also eine Körpercreme? Ich weiß es nicht. Von Feel Free ein Balm Cleanser. Ich bin gespannt, weil ich diese Decure, ein Glow Cleanser, das hatte ich selber, das war mal in der Bodybox. Was haben wir noch? Von Jelly Joker, von Geek and Georgios, ein Cleanser. Das Weiße sieht man gar nicht so richtig in der Kamera. Dann von Gertraud Gruber, eine Körpercreme nochmal. Nochmal von Colgate ein Mundwasser. Von Balea eine Anti-Pickel-Maske. Die kenne ich. Von Bivotin, Entschuldigung, eine Bodylotion. Kenne ich überhaupt nicht. Ich habe Bivotin schon mal benutzt, aber ich glaube für Gesicht. Dann. Was haben wir noch? Von Terra de Mars eine Bodymilch. Da habe ich schon mal ein Duschgel benutzt. Von Shiseido ein Cleanser. Von Believe nochmal eine Sleep Mask. Von Shiseido eine Sleeping Mask. Kann man dann als Nachtcreme nehmen, mache ich immer. Dann eine Macadamia-Maske, Smooth and Shine, für die Haare. Dann von, das werde ich mir gleich runterstellen, von Clearasil Poren reinigende Pads für reine Haut.
Terra de Mars, genau, Body Cleanser, den habe ich schon mal gehabt. Dann von Dragon Moon Haar Parfüm, das werde ich mir auch gleich runterstellen. Von Bilou ein Repair Spray, ein Sprühkorb für die Haare. Ah. Von Shiseido eine Scrub Mask. Dann von Hildegard Braugmann ein Pfirsich-Peeling. So viel. Von Tlescor eine Kur, Haarkur. Von Fructis eine Haarkur. Von Dove eine Bodylotion. Von Be Fresh ein Körperserum, also auch wie eine Bodylotion. Von Club Hyaluronic Mask. Mal reingucken, kenne ich überhaupt nicht. Eine Maske. Und das war's dann auch fast. Ja. Zwei noch. Eine von It's Tree, eine Aqua Gel Cream. Eine Tagescreme. Und von Skin 04 ein Foam Cleanser. Aha. Ja, das war's. Das sind so Dinge, die mich echt interessiert haben, weil ich das noch nie getestet habe. Deswegen wollte ich das mal ausprobieren. Ja, mal gucken. Ich bin gespannt. Ich danke euch fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.